Ja, Tabellenletzter sollte jetzt nicht allzu schwierig sein. Nee, sie sind auch die schwächste Mannschaft in der gesamten Rückrunde bis jetzt. Ja. Ja, aber gegen uns spielen die ja mal ganz gut. Außerdem fehlt uns Justin Bieber. Aber das haben wir im letzten Part ja auch, im letzten Part, sag ich, im letzten Spiel ja auch gut gelöst. Ja. Mittlerweile haben wir 5 Punkte auf die Bayern. Heute können es 8 werden, werden es wahrscheinlich auch. Die Bayern haben ein Topspiel im Gegensatz zu uns, Zweiter gegen den Dritten. Und es fehlt Daniel van Beuten. Der Wer soll da jetzt die Tore schießen? Richtig. Es ist ja quasi nur noch Van Beuten, der da die Tore macht. Ja. Ja, mal gucken, was wir da so machen. Ja, ich schieße erstmal die Tennis aus. Ja. Was? Guter Start. In der Regionalliga, wir haben dies nicht geschafft. Hier, die wieder Liga, natürlich nicht. Das verstehe ich echt nicht, weil die in der vierten Liga suchen, mit diesen Skills. Nee. Wobei, wir sollten jetzt die Fresse nicht zu weit aufmachen, denn wir machen das Gleiche. Ja. Und verlieren dann bestimmt gegen die. Von daher loben wir die jetzt einfach in den Himmel. Und wenn wir verlieren, können wir sagen, wir die waren zu gut. Wenn wir gewinnen, können wir sagen, wir haben einen guten Gegner geschlagen. Okay. Ist das nicht eine gute Taktik? Aber verrate es nicht den Abonnenten. Nein, das machen wir. Kirchhoff wurde jetzt doppelt gefoult. Keines der Foul wurde geahndet. Und Patrick guckt lieber TV als auf dem Bildschirm. Nee, gar nicht. Da war jetzt gerade hier so eine spannende Werbung. Sorry. Was ist denn eine spannende Werbung? Ist überhaupt spannende Werbung? Ja klar. Mehr Klimper Klimper für weniger Pinke. Nee, Moment, das stimmt irgendwas nicht. Aber ist ja nicht spannend, die ist ja dann lustig. Und spannend. Nee, spannend. Spannend ist ja was, wenn du so eine Story hast, die ihr verfolgt, oder? Okay. Also wenn jemand quasi vom Hochhaus springt. Aber das mit dem Glimper Glimper finde ich auch spannend. Das mit dem gelben Karton, das fand ich spannend. Aber Hornbach ist auch nicht spannend. Yippie, ja, yippie, yippie, yay. Erst recht nicht. Okay. Hat ihm erstmal eine Schelle gegeben. Ja. Hier, eine Schelle. Ding dong. Ja. Das war auch ein V, das habe ich aber nicht. Da einfach so bei ihm geschält und ist dann weggelaufen. Ja, gibt's ja. Klingemännchen. Haha, Klingemännchen. Schellenmännchen. Bitte? Ja, Schellenmännchen. So, ich dachte schon. Wait for Jazz Werbung im TV, die ist spannend. Mit Olli? Ja. Dann sitzen alle so vorm TV und fragen sich, oh Gott, wie viele Punkte können nur die Bananen haben? 3. 0. Nein, 3. Wie sagt denn die 3? McDonald's. 3. Da war der Jingle. Achso, der hat den Fall gegangen. Genghis Khan. Jingle. Karglas repariert. Karglas tauscht aus. Das ist doch Karglas. Ja, Karg. Ist die Abkürzung von Karglas. Ja, da wird schon mal K, nämlich auch mit K vorne. Ja, klar. Also schreibt man halt Auto auf Englisch. Ja, gar. Deswegen heißt es ja auch Ford Car. Genau. Ja, ja. Ah ja, genau. Ah ja. Ah ja. Ah ja, wir brauchen Eier. Elfmeter. Und wir haben es quasi geahnt, dass es zu dieser Strapaze kommen wird. Sperma heißt der. Nee, der Strapaze. Spermium. Ja, Dabrowski. Erst gefoult, dann wollte er noch klären, hat ihn aber noch nachgetreten. Tor, also doppelt gefoult, der Typ. Das ist das Leben. Thomas Karglas. Das Tor. Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich. In dem 20. Wir als Erster. Ja, mein Gott, was willst du machen, ne? Gewinnen. Ja, machen wir ja noch, keine Sorge. Ach so. Bayern München, ich habe jetzt da oben nicht drauf geachtet. Hätte aber gleich mal begutachten können in der Halbzeit, was die machen momentan. Wäre schön, wäre schön. Karglas repariert. Karglas ist ein Tor. Das gibt den Elfmeter. Das gibt Gelb für Sisi Lauch. Ja, unsere Mannschaft stellt sich hier gerade sehr aber gut an. Aber vergiss nicht, auch im letzten Spiel sind wir einem Rückstand hinterhergelaufen. Wir haben es geschafft. Aber sind wir keinen 2-0 Rückstand hinterhergelaufen? Du weißt noch gar nicht. Ach so, der ist schon ausgeführt. Ja. Richtig, Thomas Karglas. Der gefaulte schießt selbst. Na, das ist jetzt komisch. 2 Elfmeter auf einem Spiel ist natürlich noch peinlich, Mannschaft. Ja, vor allem innerhalb dieser kürzesten Zeit. Ja. Außerdem haben wir jetzt, glaube ich, 3 unserer 4 Verteidiger gelb. Die
ist nur eine Frage der Zeit, bis einer vom Platz fliegt. München 0-0 gegen Sinigen Porno. Ja, wir haben nicht einmal aufs Tor geschossen. Wenn es so bleibt, ist es halb so schlimm. Dann gewinnt halt Bayern einen Punkt dazu. Ja, okay. Haben wir nur noch 4 Punkte. Aber ja, trotzdem, ist ärgerlich. Vor allem, weil es gegen den 20. geht. Hey, ich will nochmal eine Brandrede halten. Hat jetzt immer so gut gehickt. Assistent. Halt nochmal eine Brandrede. Ja, ist ärgerlich. Das ist Hicherhicht. Ja, aber wir haben ja noch eine Halbzeit. Vielleicht klappt's ja noch. Man muss dran glauben. Ich glaube daran. Gucken wir mal, was Man United mit Bayern gemacht hat 1999 in der Champions League. Bayern führt 1-0 gegen Sinigen Porno. Oder gucken wir mal, was Bayern jetzt mit Sinigen Porno dafür macht. Scheiße, das ist ärgerlich. Aber jetzt vielleicht schon, nein. Vielleicht, es ist ja schon mal ein Anfang, wenn wir auch mal einen Torschuss haben. Das wäre zumindest schon mal sehr wünschenswert. Einfach mal drauf. Ach, das war kein Foul. Da ist er über seine eigenen Beine angeblich gestolpert. Ja, nur zu dem Schussversuch wird es wohl heute noch nicht so wirklich kommen. Nee, ich zweifle momentan auch ehrlich gesagt daran. Jay vielleicht? Nein, der passt. Ich bezweifle daran. Nee, ich zweifle daran, hab ich gesagt. Kirchhoff, ja! Anschluss! Erster Torschuss und gleich ein Tor. Erstmal ein Purzelbaum und dann den da und dann den da und den da. Den macht er auch noch. Einmal alles. Wir wechseln natürlich kurz. Knapp hätte auch die Latte sein können. Wen bringen wir denn? Wir bringen Doll. Meinst du, Doll soll es richten? Ja, Doll kann es richten. Und ich lasse den Kirche. Ja, wäre glaube ich besser. Gerade jetzt, wo wir den Sturm brauchen. Aber Stahl könnte in die Partie flutschen. Ja, dann lass ihn nochmal flutschen. Mindestens noch ein Tor, dann weißt du, damit wir es einen Punkt kriegen. Ja. Zwei wäre natürlich noch wünschenswerter. Wünschensfernsehen. Genau, wäre natürlich noch wünschensfernsehen, ne? Oder so. Das ARD morgens wünschensfernsehen. Genau, das MoMA. Das MoWüMA. Jay ist, na, lässt sich da abdrängen. Und wir verlieren den Ball vorm gegnerischen Tor. Ärger. Wusstest du, dass beim Morgenmagazin jetzt dieser Tscherno-Jobatai aufgehört hat? Nee. Der hat das 20 Jahre lang moderiert. Ja, und jetzt hat er keinen Bock mehr, oder was? Der Teppichklopfer da. Jetzt Vorsicht! Kein Klopf. Jetzt klopft er wieder Teppich. Jetzt klopft er wieder. Jetzt hat er keinen Bock mehr auf das MoMA. Nee. Kirchhoff, bitte. Erlöse uns. Ja, danke schön. Siegfried, Adi. Ja, gut, der ist natürlich auch der Champ der Top 4. Ne? Da müssen wir natürlich neidlos anerkennen, dass wir da. Ja, kommt leider nochmal zurück. Er wäre durch gewesen, aber ein Jay passt wieder zurück. Apropos, das Zuspiel auf Kirchhoff war ganz gut, aber der verliert den Ball wieder sofort. Kirchhoff wird weichen für die letzten 10 Minuten und es kommt in die Partie Tower. Ja, das ist ja egal, denn das ist ja jetzt eh erst alle Wechsel, die jetzt stattfinden. Seit. Ach jo. 15 Minuten. Stimmt, die waren noch gar nicht ausgewählt. Ja. So. Timo Hildebrand kommt. Jay, schön. Das möchte ich aber mit Geld gar nicht sehen. Nee, gibt gleich einen Bonus. Komm, ihr seht es. Muss Geld zahlen. Ja! Junge! Tower wäre sogar noch gewesen. Boah. Hätten wir mal Kirchhoff drin gelassen. Hätte den gemacht. Ja. So, Kaklas kommt raus. Hat sich ausrepariert, ja. Und ausgetauscht. Ja, wenn dann ausgetauscht. Verstehst du? Ja, jetzt verstehe ich das auch. Ja, jetzt erst? Ja. Oh, das ist ja klasse. Ja, besser spät als nie, ne? Nee, warte mal. Doch, das geht. V. Das bringt aber nichts, wenn er das tut, wenn wir gar nicht dabei sind. V. Wow! Ihr Wichser! Na, Tower, ey. Das war's. Ha! Ihr habt verloren! Haha! Das freut mich als parteiischer Referee. Hey. Oh Gott! Kein Hochsalat heute! Ja. Ich bedanke mich, weil ich du von Brunnen. Ja, München unentschieden gegen Sinigen Porno. Wir haben nochmal Glück gehabt. Dann sind es weiterhin 4 Punkte, das heißt, wir können uns sogar noch eine Niederlage erlauben. Ja, was wir aber jetzt nicht machen wollen. Nein. Stimmen. Okay. Ist mir zu viel Text. Nom,
sagen wir mal, was wir zu diesem miserablen Spiel gegen den 20. zu sagen haben. Das war eine Eselrahmenleistung. Wir haben uns wie vorgenommen, den guten Spiel gekommen. Wo das denn? Man muss auch mal seine Chance nutzen. Die zahlreichen. In der zweiten Halbzeit haben wir eine Menge probiert. Aber am Ende dann wieder einmal die Ebersdorf die Punkte abgegeben. Dankeschön. Ja, also damals kann ich mich noch daran erinnern. Punkte abgegeben habe ich auch genug, ja. Also da muss ich auch sagen, da kann ich mich auch nicht von speichern. Kann ich auch nicht sagen, dass ich das nicht gemacht habe. Aber ich denke, dass keiner auf sie großartig sauer ist jetzt, auf irgendeinen Grund, denn sie haben das wirklich ganz klasse gemacht. Ich habe selten einen besseren Coach gesehen, außer halt alle anderen, aber okay, ja. Ich finde, sie haben sich wirklich gut angestellt und keiner kann ihnen einen Vorwurf machen an dieser Stelle, ja. Also wirklich klasse und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.